Was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag, meine Freunde. Ich begrüße euch wieder herzlich und ich würde sagen, wir starten direkt ins Geschehen, Leute. Viele Leute haben unter dem letzten React-Video, was übertrieben gut bei euch angekommen ist, geschrieben: Ey, aber Revi Ninja ist gar nicht der beste Spieler. Es gibt viel, viel bessere. Und das, was Domi da gemacht hat, kann ich auch. Haltet ganz kurz die Füße still, meine Freunde. Ich habe jetzt ein paar Clips, unter anderem von Miff und Dominic, wieder rausgesucht, meine Freunde, die, glaube ich, einfach mal alles sprengen, was ihr bis dato selber gesehen habt. Die Links sind wieder in der Videobeschreibung. Schaut euch auf jeden Fall auch mal selber die Originalvideos an. Ich bin der Meinung, man kann eine Menge davon lernen. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich habe sehr viele Leuten beim Spielen zugeguckt. Und gerade wenn man vielen guten Leuten beim Spielen zuguckt, kann man so ein bisschen herausfinden, was man selber falsch macht. Und das ist bei mir eine ganze Menge. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt an mit dem ersten Clip. Und zwar ist dieser von Miff. Dieser Clip hier könnte einigen von euch vielleicht sogar schon geläufig sein. Ich würde aber sagen, wir schauen trotzdem rein. Der Name des Clips ist TSM. Miff is actually insane. Und ich habe gedacht, okay, er rastet irgendwie in seinem Stream aus, macht irgendwas kaputt, weil er verrückt ist. Aber das Insane bezieht sich nur darauf, wie er baut, meine Freunde. Und ich habe den Clip ungefähr, glaube ich, die ersten 11, 12 Sekunden gesehen, dann habe ich ausgemacht, habe mir gedacht, okay, den ganzen Rest musst du dir im Stream gönnen, beziehungsweise im Video, und ich würde sagen, das tun wir jetzt mal. Läuft hier ganz easy rum, da ist ein Schlöpp-Schlöpp, den nehmt er natürlich mit, gönnen wir uns. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich glaube, ab dem Punkt habe ich ungefähr einen Stopp gemacht, weil ich gesehen habe, was hier gerade passiert. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell einfach dieses ganze Ding dahin gezimmert worden ist? Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zurück. Wir können, glaube ich, sogar Frame by Frame, können wir es jetzt hier theoretisch anschauen, wie das genau gebaut worden ist, Leute. Also ich will jetzt hier nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Innerhalb von 2 Sekunden steht dieses ganze Ding. 2 Sekunden. Das ist krank. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber ich bin gespannt. Auf geht's. Oh mein Gott, 1 HP. 1 HP. No way. Schaut euch an, wie schnell er baut, Leute. Das ist... Was? Was? Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott, der Gegner counterbildet sogar noch, Leute. Er sagt nichts mehr. Er ist voll im Film. Schaut euch sein Gesicht an. Er ist voll im Film. Was ist hier gerade geschehen? Okay, er muss auf jeden Fall den Slurpstop trinken. Er muss auf jeden Fall den Slurpstop trinken. Wird er aber nicht schaffen. Er wird niemals 5 Sekunden Zeit haben, bei diesem Gegner den Slurpstop zu trinken. Nie im Leben schafft er das, oder? Aber wenn er das jetzt schafft, dann holt er auf jeden Fall das Ding. Dann holt er auf jeden Fall das Ding. 1 HP. 6 Sekunden. Komm schon, Bro. Zieh durch. Nein. Oh mein Gott, 2 Sekunden noch. Der Gegner hat ihn gefunden. Er muss los. Ich finde das mit dem Editieren, finde ich am krassesten, Leute. Wie sie jedes Mal editieren. Okay, seine einzige Möglichkeit ist wirklich, den Slurpstop zu trinken. Er haut ab im Jumppad. Wenn der Glück hat, schafft er es jetzt. Aber so hartnäckig wie der Gegner gewesen ist, kann ich mir sogar schon vorstellen, dass der ihn unbedingt tot sehen will. Vielleicht ist es sogar ein Stream-Sniper, da kommt der Gegner schon. Er ist direkt vor der Tür. Kann ja nicht wahr sein, Alter. Oh mein Gott. In diesem Moment wäre ich schon sowas von ausgerastet, hätte den Gegner sowas von beleidigt, Leute. Der Typ lässt einfach nicht locker. Was geht ab? Ey, guckt euch mal bitte an, was der hier baut. Das ist nicht normal. Guckt doch mal. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Das Editieren alleine. Oh mein Gott. Als ob er jetzt angreift mit 1 HP. No way. Okay, Leute, ich kann mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass er es schafft. Er wird den Gegner jetzt killen. Sonst wäre dieser Clip nicht online. Okay, einen guten Hit hat er gelandet. Oh mein Gott! Yeah, boy! Was? Alles klar, Leute, alles klar. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das hier verweisen, was hier gerade passiert ist. Schaut euch das mal bitte an. Schaut euch mal ganz kurz an, wie der Gegner counterbildet und wie er es trotzdem schafft, irgendwie davon zu kommen mit sämtlichen Möglichkeiten, die er hat. Guckt euch das mal an, Leute. Der baut hier eine ganze Stadt dahin, während wir nicht mal hinbekommen, einen Turm in dieser Zeit zu bauen. Geisteskrank. Ich habe hier noch ein kleines Best-of von Miff rausgesucht, meine Freunde. Das schauen wir uns später mal an. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was Dominic so gerissen hat im Stream, meine Freunde. Dominics Kanal auf jeden Fall auch wieder am Start. Und ich kann einfach nur sagen, Leute, Dominic ist in den Top 10 Plätzen weltweit solo. Und ich habe selber schon mit ihm gespielt. Das ist keine normale Spielweise. Das ist wirklich, wirklich krank. So, kleines Best-of-Ding hier von ihm. Gönnt sich hier. Das fuck? Ich hätte den Shot einfach. In der Luft. Ein Snipe. Ja, moin, ein Quickscope. Ist das geil. Alles klar. Ich liebe dieses Game. Ich hätte das. Und er baut halt auch wieder, wie weiß ich wer, Leute. Als wäre ein Amish, der einen scheiß Scheune hochziehen muss. Das ist nicht normal. Einfach nur krank. 947 Matches hat er bereits gespielt. Digga, Dominic, was ist mit dir, Bro? 655 Wins. Das sind 2/3 der Games, die er spielt, sind einfach gewonnen. Das ist mehr als 2/3. Was? Wusste ich ja nicht mal. 21er KD, klar, warum nicht? Ich meine, ich würde mich über eine 2er KD freuen, aber er spielt einfach auf 21. Nice Editing, though, Bro. Nice. Da ist eine Tür. Was macht der Typ? Er ist einfach runtergefallen. Achtung, Rocket Launcher Action. Steht auf der Rakete. Mit der Scar. Springt. Guckt euch an, wie schnell er bauen kann. Das ist krank. Das ist einfach nur krank.
Und 316 ins Gesicht, Junge. Alter. Dominik, Mann. Digga, dieser Hit allein schon wieder. Er ist hier gerade mitten im Sandwich. Ich glaube, es ist sogar, es ist Solo-Squad. Ich kann es nicht genau sagen. Der Typ da vorne wird erstmal ordentlich gemobbt. Allein diese Höhenunterschiede so schnell auszugleichen mit der Wand und dann der Treppe, das finde ich schon bemerkenswert. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Das ist einfach nur krass. Zack. Lol. Ja, schade, Dominik. Kann nicht immer gut laufen, ne? Okay, ein Frag. Zwei. Wird ein Squad sein. Wird Solo gegen Squad sein, so wie es aussieht. Der wird natürlich erstmal räudig gefinigt. Sehr schön, Dominik. So gefällt mir das. Und raus. Und Nummer drei. Was? Hat nur eine Pistole. Der Gegner eine Pumpgun. Zwei Gegner bei ihm. Zwei schwarze Ritter auch noch. Beide down. Beide down einfach. Holy shit. Ich habe gerade zwei Teams komplett destroyed. Ja, moin, Bro. Ja, moin. Bitte? Ha. Ganz kurz. Versucht mal mit dem Repetiergewehr, mit diesem dreckigen Jagdgewehr, womit man nie etwas trifft, einen Gegner in der Luft auszunocken. Das muss ja ein Headshot gewesen sein. Da kommt der... Das ist ein Headshot gewesen. Das war ein 90er. Der Typ ist down. Der Arme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wobei, kann auch ein Bodyshot gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, Headshot ist beim Repetiergewehr mehr. Kranker Hit. Ein bisschen Fallschaden mitgenommen. Juckt ihr nicht. Er geht weiter nach vorne. Pusht. Ey, schaut euch mal bitte an, wie diese Rotation, das finde ich so krass. Ich finde das einfach beeindruckend, wie diese Rotation mit den Wänden hochziehen. Das geht so dermaßen schnell, Alter. Ja. Dominik ist auch immer so krank süß, wenn er sich freut, Alter. Das macht mich richtig glücklich, das zu sehen. Okay, hier wird schnell ein Einer-Turm hochgezogen, nur einmal den Schildtrank rein. Jetzt wird wahrscheinlich die Sniper ausgepackt. Nee, er pusht, er will pushen. Wollen wir darüber reden oder? Also, jetzt mal ganz kurz. Er repeakt. Das war ja nicht mal innerhalb von einer Sekunde. Krass. Krass, Alter, krass. Und Granate und lol. Bam. Geht er down. Diese Sniper-Hits, ne? Kein Mensch, den ich kenne, zieht so schnell seine Sniper und drückt damit einen Headshot. Kein Mensch, den ich kenne. Nicht mal ich. Obwohl ich schon ein ziemlich krasser Sniper bin. Dass das Headshots sind. Dass das Headshots sind. Er kann es selber nicht glauben. Das finde ich so krass. Wandtreppe, Boden, um sich einfach nach oben zu stacken. Vertikal nach oben zu bauen ist mit einer der schwersten Sachen, weil man halt diese Dreierabfolge hinbekommen muss zwischen Wand, Boden, Treppe. Und das hat er so krank gut drauf. Guck, der Gegner kommt überhaupt nicht drauf. Klar, der Gegner denkt sich, hä, was? Lol, der Gegner rafft nicht, dass er es modifiziert, denn jetzt gibt es ihm wahrscheinlich direkt einen Headshot. Auch immer ziemlich krasse Taktik. Dominik und andere Pro-Spieler gehen immer hin und zerstören quasi die Wand oder den Boden des Gegners, setzen dann selber ein Fenster rein, indem sie modifizieren. Der Gegner rafft meistens überhaupt nicht, dass dieser Boden überhaupt zerstört worden ist. Und es geht meistens so schnell, dass man sich überhaupt nicht dagegen wehren kann. 15 AP, ja moin, Bro. Okay, einer seiner Engelchen-Streams hier gerade. Gegner ist relativ close. Vor ihm direkt. Die Wand wird wieder aufgestellt. Durchgehend. Der Gegner trifft den kein einziges Mal. Jetzt geht er außen rum und... No way. Das geht so schnell. Also sich gegen vier Gegner, die so hartnäckig sind, zu verteidigen, ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Und er baut immer weiter. Oh mein Gott, wieder 15 AP. Jetzt geht's vertikal nach oben. Jetzt muss er pushen. Er weiß, er hat nur eine Chance zu pushen. Der Gegner wird nicht nachlassen. Es gibt halt immer wieder Gegner, die sich natürlich über sowas täuschen lassen, aber dieser hier auf jeden Fall nicht. Ey, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie der Junge baut. Das ist doch nicht normal, Alter. Zack. Und jetzt ist er close. Oh! Was? Wie er sich da gerettet hat? Okay, gleich keine Baumaterialien mehr. Er muss irgendwann angreifen. Okay, jetzt muss er es machen. Und er macht's. Einer ist genockt. Guckt euch mal bitte an, was er hier gebaut hat. Okay. 25 HP. Hat irgendwo einen Shot noch abbekommen. Okay, das war ein saftiger Hit. Unfassbar. Erstmal, Leute, wenn ich nochmal ganz darauf hinweisen darf, was in der Zwischenzeit entstanden ist, was er hier gebaut hat. Schaut euch das nochmal ganz kurz an. Ich glaube, hier war. Guckt euch dieses Gebilde mal an, was er da hochgezimmert hat einfach. Aus dem Nichts. Und dann gegen zwei so starke Gegner, die Counter bilden und immer wieder repeaken, hinterher sind, nicht locker lassen. Das Ding noch zu holen, Mad Respect auf jeden Fall. Also ich kann euch nur empfehlen, Leute, schaut auf jeden Fall bei Dominik vorbei. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal ganz kurz an, was Miff so gerissen hat die Tage. Alles klar, da kommen die Granaten vom Granatwerfer. Juckt ihn nicht. Ich finde es so faszinierend zu sehen, wie Miff jedes Mal so krank fokussiert ist. So krank konzentriert in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn, Leute. Als wäre es um sein Leben gehen, spielt er. Okay, der Gegner counterbildet. Zwei Treppen, die sich aufeinander zubauen, ist nie cool, weil einer unterlegen ist. Allein, was hier schon wieder gebaut worden ist, ist Wahnsinn. In der kurzen Zeit. Gegner hat eine Falle gesetzt. Okay, der Gegner ist jetzt genau unter ihm. Die Falle hängt da irgendwo mittendrin. Da muss man natürlich aufpassen.
Da ist der Gegner und 4 HP. 4 HP, Bro. Ja, Leute, in solchen Momenten wäre ich schon längst am Ende. Also in solchen Momenten wäre ich schon längst am Ende. Aber die bleiben ganz cool, ziehen das Ding durch. Gegner hat ihn gespottet. Ja, ebenso den Gegner. Der Gegner ist auch wirklich, wirklich gut, muss man dir sagen. Wieder ein 60er Hit kassiert. Gegner plötzlich vor ihm, er blockt den Schuss ganz knapp ab. Also, das ist einfach nur beeindruckend, Leute. Ich finde es einfach nur krass, dass man so heftig bauen kann. Es ist nicht mal das Aim, was mich so bei diesen Leuten fasziniert, sondern einfach das Bauen. Weil Aim kriegt man mit der Zeit immer. Aber Bauen und dieses heftige, ich stack mich jetzt überall hin, wo der Gegner damit nicht rechnet, das ist für mich, sage ich mal, das, was irgendwie guten Spieler ausmacht. Wobei es ja eigentlich eine Komponente aus beiden ist, sage ich mal, eine Kombination aus dem Bauen und dem Aim. Aber ich glaube, das Bauen ist hier in Fortnite nochmal ganz, ganz, ganz sehr viel wichtiger, als man es eigentlich denkt. Ey, wenn er das Ding jetzt holt, ne? Wenn er das Ding jetzt holt. Also der Gegner, wie gesagt, krank gut auch auf jeden Fall am Start. Der Gegner hat auf jeden Fall einiges drauf hier. Stackt sich jetzt gerade über ihm hoch und auch beide scheinbar unendlich Materialien. Aber ich glaube, er will es zu Ende bringen. Ich glaube, er will es wirklich zu Ende bringen. Er hat keinen Bock mehr, er hat keinen Bock mehr. Und der erste Hit, der zweite Hit und down! Oh mein Gott! Alter Schwede, Leute. Ich bin einfach nur sprachlos, was das angeht. Ich finde es so krank, was Leute in kurzer Zeit dahin zimmern. Ich wünschte, ich wäre irgendwann auch mal so gut. Aber dafür müssen wir natürlich noch eine Menge gemeinsam trainieren, Leute. Und da würde ich euch, wie gesagt, auch wieder gerne zu einladen, denn heute Abend wird wieder gelivestreamt ab 18 Uhr. Falls ihr das Video gerade in meinem Stream gesehen habt, hallo lieber Stream-Chat, was geht? Und ich würde sagen, jetzt geht's ab in Livestream, meine Freunde. Schaut vorbei und guckt mal, was ich alles so bauen kann. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.